Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktion und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Au, weia. Das ist doch schon wie dafür gemacht. Und Rufus kommt mal wieder auf die dümmsten Ideen, nach Elysium zu kommen. Na gut, vielleicht nicht auf die dümmsten, aber auf die seltsamsten und auf jeden Fall auf die gefährlichsten. Wenn man sich das Ganze also anguckt, puh. Ich glaube, wir benutzen mal den Blasebalg. Den können wir natürlich vorher nochmal angucken. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Also im Klartext, gar nicht. Da haben wir einen Bunsenbrenner. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Ich sag's so eigentlich gar nichts mehr. Rufus, du bist eigentlich schon Geschichte. Aber wir können den Selbstmord ja noch weiter treiben. Wir schauen dann uns auch noch mal die Vase an. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Oh weia, oh weia. Du darfst dich von deinem Kopf trennen. Das ist ja mal schon mal sowas von klar. Pfanne? Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh Himmel. Oh Himmel, das habe ich auch gerade eben gedacht, Doc. Die Ausrichtung ist mit diesem Fadenkreuz auch echt genial gemacht. Ich glaube, ich habe alles angeguckt. Das bedeutet, learning by doing. Schau gut hin. Rufus, nein. Oh, Scheiße. Doch. Das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mach ich nur, was mach ich nur, was mach ich nur? Doc retten, natürlich. Ich bin aber überrascht, dass es immerhin die Zielscheiben getroffen hat. Oh, weil... Gas? Ich glaube, da strömt Gas aus. Leider habe ich kein Streichholz bei mir, um das zu testen. Gute Idee, um einen Gasleck aufzufinden. Aber das ist nur am Rande. Es könnte uns eventuell helfen. Nein, mein Atem reicht nicht aus, um das Gas in die Flamme zu pusten. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. An ein anderen Mal. Aber wir haben einen Blasebalg. Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Oh weh, können wir sonst noch was machen? Ein Feuerwerkskörper. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Ich sag dazu wiederum nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir können ein Messer nehmen. Ich komme ran. Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Genau, am Wind.
Das Messer angucken können wir auch mal. Es hätte eigentlich halten sollen. Auweia. Sonst noch was? Der übliche Blick auf die Leertaste folgt. Ah, wir haben einen Pfannenstiel. Zirkusreif wie immer. Ja, und damit jetzt dann bitte... Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Nur leicht, Rufus. Nur ganz, ganz leicht. Das kitzelt. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Genau, vollkommen realistisch ist hier alles, was wir hier tun. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Ach du Scheiße! Das tut weh! Hattest du mich nicht gewusst. Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte. Damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Er lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Da hatte ich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne... Hätte ihn das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Wir haben einen Eject-Knopf, eine Plakette, einen Cletus mit einer Waffe und das war's. Okay, wir schauen uns erstmal Cletus an. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet. Danke, dass du das laut sagst. Na komm, tu das, was für Goal das Beste ist. Was ist das? Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler? Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Warte, da ist noch mehr Staub. Krass, ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Wohl doch der Schleudersitz. Und wieder der Schrumpfstrahler. Der Bär, mein Favorit. Ich sollte lieber nicht noch einmal pusten.
Und doch der Schleudersitz. Okay, interessantes Bild. Da hilft aber nur noch eins in dieser Situation. Ich bin das Beste für Cole. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh oh. Nein, Cole! Du Idiot! Cole! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Cole! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus! Nein! Cletus! Au! Oh, weia! Ach du Kacke! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Cole? Red kein Unsinn. Wenn das Cole war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott, noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Oh wei. Was für ein perfekter Zufall. Und das Poki wieder. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkten Notbootwänden. Was in der Tat Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und ich glaube, jetzt sind wir offiziell auf das zu sagen. Herzlich willkommen in Deponia. Mal wieder. Wuhu. Und willkommen auf einer neuen Insel, das wohl Kuvat ersetzen wird. Hallo Rufus. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten.
Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auweia. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Okay. Wir haben hier ein Radar. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Achso, wir sind ja am schwimmenden Schwarzmarkt. Ach, gut zu wissen. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Das machst du auch mit dem Radar. Auf dem Radar kannst du höchstens gucken, wo du bist und was in deiner Umgebung passiert. Mülleimer haben wir auch gefunden. Rufus, dein Zuhause ist auch hier. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Nicht wirklich. Das Ding, was uns... Weiß Gott, wie lange im ersten Teil verwehrt hat. Oh, wei. Und nochmal auf meinen Witz von vorhin zurückzukommen. Das stimmt ja dummerweise, weil die leben ja auf dem Müllplaneten. Hier ist meiner Achtung nach nichts mehr. Und ich liege mal ausnahmsweise richtig. Und dann gehen wir doch mal in den Hafen.